Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niflheim. Ich habe ja gesagt, wir gehen hier runter ins Dungeon. Und da sind wir auch schon. Und weil der blöde Wolf da ist, gehen wir nach rechts. Aha. Kann ich die denn jetzt hinstellen? Brennholzleuchte. Guck mal, die können wir jetzt hier hinstellen. Können wir uns die jetzt auch wieder mitnehmen? Ne. Die steht da jetzt. Und der Wolf kommt trotzdem. Ja, das ist ja toll. Haben wir hier ein bisschen Licht zumindest. Und diese blöde Leuchte weg. Wer braucht denn sowas? Ach, guck mal, hier ist Erz oder so. Oh, schöne Sache. Das hat sich schon gelohnt, Freunde. Hier ist noch ein Steinchen. Ja. Einmal ein bisschen Mining. So ein hässlicher Pilz. So. Ein bisschen können wir noch, oder? Ja. Wir sind ausgerüstet. Wir haben gut Essen am Start. Können wir uns hier ruhig ein paar Rohstoffe mal besorgen, die wir brauchen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob das Huhn dann noch bei uns ist. Das weibliche. Schön wär's. Das ist ja das Ziel. Wir wollen den Huhn, damit wir nämlich Eier kriegen und dann haben wir immer was zu essen. So, das war das eine. Und dann wollen wir uns die Schmiede aufbauen. Da brauchen wir 5 Bausteine. Die hätten wir jetzt sogar schon. Also wir haben ja noch ein bisschen was in der Kiste. Dann brauchen wir Ton. 5. Das weiß ich nicht. Ob wir Steinkohle haben en masse. Also ein bisschen Ton wäre noch nice. Wenn wir das irgendwie hinkriegen würden. Salz haben wir ja ordentlich gekauft. Blöden Pilze. Ja, zur Not schmeißen wir die weg. Und dann sind wir hier schon am Ende. Eisenerz ist gut für unsere Falle. Wie gesagt, Ton. Ton. Ton, Ton. Wir brauchen Ton. Musik in meinen Ohren. Aha. Bergmann Stufe 2. So, hat er noch weggemacht, aber mehr gibt's nicht. Kommen wir hier nach unten irgendwo? Nein. Brauchen wir wieder hier irgendwie so ein Fähnchen? Dann machen wir mal einen Durchbruch. Hier zum Beispiel. Hier ist schon einer. Hat man wohl schon mal gemacht. So. Zack, nach unten. Und dann gehen wir... gehen wir wieder nach rechts. Da waren wir jetzt schon mal. Nee. Komm mal hier. Ja, mitnehmen. Und weitermachen bitte. So, wo gibt's denn noch Ton außer in Minen? Ups. Hab mich hier rausgekickt. Fortsetzen bitte. Ton gibt's in Minen. Ich glaube schon. Guck mal hier, das sieht aus wie Ton. Ja, das war Ton. Und wir hätten unsere 5 Ton zusammen für die Schmiede. Und die Falle könnte auch klappen. Oh, da ist der Wolf. Eigentlich ganz cool, wenn der da ist. Der soll da mal bleiben. Der soll mal hier noch mitkommen. Weil wir müssen ja, wenn wir nach oben gehen, wieder nach links. Alter, wenn der hier durch die Minen jault, das ist schon heftig. Dieses Echo. So, guck mal, wir sind aber fast am Ende. Ziehen wir das jetzt noch durch? Ach, guck mal, vielleicht kriegen wir sogar die 5 zusammen, dann brauchen wir nicht den ganzen Weg zur Kiste. Ach, na, wie schön ist das denn? Ja, man kann mich so mit kleinen Dingen, mit kleinen Dingen kann man mich glücklich machen, Freunde. Einfach hier schön ein paar Sachen sammeln. Wir sind natürlich ganz schön laut. Und bestimmt wird gleich das ein oder andere Skelett kommen. Die Musik klingt schon danach. So, hier geht es nämlich wieder nach unten.
Und dann kann man hier noch weiter Mining betreiben. Wahrscheinlich können wir uns bis zur Stadt, durchkloppen. Könnte ich mir fast vorstellen. So, Freunde, das gönnen wir uns. Ja, gönnen wir uns. Ja, wollen wir bitte. Das ist eine ganz gute Funktion. Ach, guck mal hier. Also, komm. Rein. 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 Er läuft da noch bei uns rum. Das Vieh läuft da noch bei uns rum. Das bedeutet, wir machen uns jetzt mal so eine schöne Falle. So, wir haben noch Platz im Inventar. Wo ist die Falle? Hier. Ach so, die Zweige. Dann müssen wir doch... Dann müssen wir natürlich doch einmal ganz nach rechts. Aber vorher... Hauen wir uns hier. Das müsste die Schmiede sein. Zack, Schmiede. Jawoll. Schmelzofen erstmal. Okay. Und dann soll es wohl sinnvoll sein, das Ganze sogar auf Stufe 2 zu machen. Da fehlen uns Eisenbarren. Eisenbarren, ein bisschen Steinkohle, Bretter. Das Steinkohle und Bretter wären kein Problem. Eisenbarren können wir hier wahrscheinlich produzieren aus Eisenerz. Moment. Nee, können wir nicht. Kriegen wir denn dann? Doch hier Eisenbarren. Ja, 3 Stück. Machen wir mal. Jo. Und wir brauchen 5. Wahrscheinlich. Wie immer. Ja, 5 brauchen wir. Jetzt haben wir 3. Also müssen wir noch einmal Eisenbarren herstellen. Ich will nur 2 eigentlich machen, aber geht ja nicht. So, dann brauchen wir hier, was brauchen wir denn? 5-mal Brett, 5-mal Steinkohle und die Eisenbarren haben wir. Das heißt, wir sammeln das auf, holen uns jetzt unser Stroh oder Zweige, glaube ich, ne? Ich gucke nochmal nach, Freunde. Dann müsste hier auch irgendeine Möglichkeit, ja, Zweige brauchen wir, irgendeine Möglichkeit haben, hier so on the fly nochmal reinzugucken. Was man so zum Craften braucht, sonst rennt man hier, wie es jetzt wahrscheinlich auch gleich passiert, ganz nach rechts, haut sich alles rein in sein Inventar, um dann zu merken, ups, hab was vergessen. Aber was ist denn mit der Küche eigentlich? Zweige Holzstamm. Ja, die bauen wir uns jetzt auch, Freunde. Ja, Zweige und Holzstamm. Kriegen wir vielleicht die Schmiede nicht auf Stufe 2, das macht aber nichts. Holz kriegen wir immer. Alchemie brauchen wir noch nicht. Die Pilze liegen hier wahrscheinlich nicht mehr rum. Doch, die liegen hier immer noch rum. Seht ihr das? Das ist ja cool. Wozu brauchen wir da eine Kiste? So. Steinkohle brauchen wir. Ach so, hier können wir übrigens festlegen, wie viel. Wir brauchen aber, warte mal, 5. Wir brauchen 10 insgesamt. So. Oh Mann. So, 10 brauchen wir. Titanerz, auch schön. Ja, finde ich ganz toll. Brauchen wir aktuell aber nicht. Silbererz, auch schön. Auch Kupfererz. Kupfererz ist gut. Golderz ist gut. Ton. Wir brauchen Ton für die Schmiede. Und zwar... Nee, brauchen wir ja nicht mehr, weil die Schmiede haben wir ja fertig. Wir brauchen noch... Wir brauchen 5 Bretter. Haben wir nur 1. Holzstämme haben wir... Oh, wir haben auch keine Holzstämme. Wir müssen noch ein bisschen was holzen. Doch, hier haben wir noch 13 Holzstämme. Die nehmen wir mal alle mit. So, die Steinkohle haben wir auch. Ja. Dann brauchen wir von den Barren, die wir uns gebaut haben. Eisenerz. Wo sind denn die? Mal Baustein. Salz kann weg. Jo. Ah, eigentlich, wenn wir sterben und wir haben das ganze Salz, ist auch nicht so toll, ne? Reicht vielleicht so erstmal. Ich bin verwirrt. Ja, ich merke schon die Zustimmung jetzt vorm Bildschirm. Genau das bist du. Hier sind die Eisenbarren übrigens. Ah, da braucht man ja eigentlich auch nur 5. Also wir könnten einen auch hier lassen. Jo. Oh, wilder Kürbis. Oh. Also wir brauchen 5 Bretter und 5 Steinkohle und für das und Zweige wollten wir jetzt noch mitnehmen. Jetzt weiß ich es wieder. So, komm, dann nehmen wir mal den ganzen Stapel mit. Jo. Und das behalten wir mal zum Schmelzen. Erstmal.
Mal gucken. So, jetzt bauen wir uns erstmal die Küche. Ja. Die Küche. Das ist das gute Stück hier. Oh, Stroh, Leute, Stroh. Ja, zum Glück ist es nicht so weit. Ist nicht so weit, ist ein kurzer Weg. Ist eigentlich ganz gut. So, komm mal her. Stroh. Komm, den ganzen Batzen nehmen wir mit. Ja, ich will nicht nochmal latschen. Weiß, ich hätte noch ein paar Pilze da wegschmeißen können, aber wir verlieren jetzt gleich wieder ein paar Rohstoffe. So, pass mal auf. So, jawohl. Dann ist das nämlich fertig. Und dann 5 Brett, 5 Steinkohle. Ton und Brett und Eisenbarren. Neuer Zaubertränke reduziert die Produktionszeiten. Freunde, ich habe mir hier gerade Alchemie gebaut. Statt die Küche zu bauen. Was aber auch nicht so verkehrt ist, weil man sich dann zum Beispiel Met machen kann. Mit Eicheln und Rauschwurzel. Oder ein Met-Flakon. Auch nicht schlecht. Ja, nice. Hier, guck mal, Harz und Zapfen haben wir auch. Dann kann man brennbares Harz machen. Ja, ich gebe es zu, es war falsch, wollte ich nicht. Alchemie wollte ich nicht machen. Jetzt haben wir es gemacht. Das ist nämlich die Küche. Ja, sieht man aber jetzt auch nicht so richtig, oder? Egal, jetzt hauen wir uns hier die Küche noch hin. Hat halt ein bisschen Holz gekostet. So. Na fein. Guck. Ton und Holzstamm. Dann könnten wir uns sogar noch neue Kochrezepte erschließen. Zum Beispiel. So, im Moment haben wir aber eh nichts. Ja, das wäre natürlich toll. Mit dem Ei. Oh. Geht aber gerade nicht. So, 5 Bretter. Wir haben ein Brett. 4 Bretter kriegen wir aus 3 Holzstämmen, meine ich, nicht zusammen. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Holz sammeln, machen uns vorher aber hier die Falle fertig. Pass mal auf. Das Ding. Jo. Fein. Wie sieht denn das eigentlich aus mit... Guck mal, hier ist der Eingang. Wenn wir uns hier nochmal eine Kiste bauen. Brett und Kupferbarren. Wir haben Kupfererz, also müssten wir uns doch auch Kupferbarren machen können. Oder müssen wir da die Schmiede erst auf Stufe 2 haben? Das kann natürlich auch sein. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn dem so wäre. So, wir gucken mal. Eisenbarren können wir ja schon... Ja, Eisenbarren können wir machen, aber keine Kupferbarren. Also wir müssen die Schmiede echt irgendwie auf Stufe 2 bringen. Und dazu brauchen wir noch die Bretter. Steinkohle haben wir, Eisenbarren, kein Problem. Bretter. 4 Bretter noch. 4 Bretter noch. Würde ich sagen, wir schmeißen hier mal ein paar Sachen rein, oder? Die Kombination war 4, 6, 3. Ja, Langzeitgedächtnis funktioniert bei mir gut, nur Kurzzeitgedächtnis. Das ist ganz schlecht. Aber Langzeitgedächtnis ist okay. Dann schmeißen wir hier nämlich so ein paar Sachen mal rein einfach. Zum Beispiel das ganze Erz. Jo. Das ist dann hier in der Nähe. So. Das ist doch schon mal schön. Und dann ziehen wir mal schnell los. Die. Naja. Die. Falle mitnehmen. In der Hoffnung, dass das Huhn da noch ist. Ja, das ist da noch. Guck mal. Dann machen wir das nämlich so. Abwerfen. Ach, guck mal, ein Hase. Ich werd bekloppt. Ich werd bekloppt. Nun mach ihn platt. Nein! Falsche Waffe. Nun gut. Ist jetzt nicht so ganz schlimm. Ah, den Wolf machen wir auch noch. Wir wollten ja eigentlich nur ein bisschen Holz sammeln, oder? Und dann kloppen wir hier schon wieder auf irgendwelche Wölfe ein. Das gibt's doch nicht. So, männliche Hühner müssen alle sterben, Freunde. Weil es bringt Fleisch. Das ist der Grund.
Und der Wolf muss auch sterben, weil der bringt Geld. So, zwei Wölfe wären schlecht, wenn jetzt der zweite käme. Macht er aber nicht. Das ist schön. Danke. Und jetzt kommt er. Jawohl, ist aber kein Problem. So. So. Na fein, guckt mal. Kriegerstufe 3. Das gefällt mir gut. Und hier ist auch gleich ein schöner Baum, den ich mir gerne holen würde. Und das Schaf, ehrlich gesagt. Fände ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber wir haben eh keinen Platz. Wir haben eh keinen Platz, Freunde. Und ich glaube, hier ist auch gleich Bienen. Ein Hase. Den Baum nehmen wir noch mit. Den nächsten würde ich auch noch mitnehmen. Und den Hasen, fände ich natürlich auch mega geil. Das wären Karotten, ne? Auch nicht schlecht. Karotten finde ich gut. Die brauchen wir. Wir werfen das mal weg. Ja. Und die Karotte wird gegessen. Was ist das für Karottensamen? Na bitte. Dass sie einfach nur mal ein bisschen sich bewegen. Da ist ein Hase. Das wäre unsere Quest, Freunde. Das wäre die Quest. Oh, das war ein schöner Baum. So, wir wechseln mal auf den Bogen. Und tasten uns langsam vorwärts. Und schießen auf den Hasen, bitte. Nein. Du blödes Schaf, geh weg. Cool. Und weg. Ja. Trockene Samen brauchen wir nicht. Ja, fein. Wir haben die Quest übrigens. Missionsziele, Aufgabe Jäger, ausführen. Nice. Sehr geil. Oh, ich wollte mir das Fleisch da eigentlich noch mitnehmen, aber muss nicht sein. Wobei. Freunde, wenn wir hier schon mal sind, oder? So, ich merke mir das. Einmal auf die 1 gedrückt, dann ist der weg. Pass mal auf. Einmal auf die 1 und F. Ja, klar, so ein Schwein. Kein Problem. Naja, ist schon ein bisschen problematisch. Aber wir haben es geschafft. Unser erstes Wildschwein. Wildschweinfell haben wir dazu bekommen. Und das machen wir auch noch platt hier, die Schafe. Oh, nein! Boah. Wolfshund. Dein Schloss wurde angegriffen. Oh, das ist nicht so gut. Wir müssen uns dahin teleportieren. Und das Ganze sogar für 50. Weil ich habe keinen Bock, den ganzen Weg zurückzugehen. Aber wir haben unser Hühnchen. Ich weiß, hat 50 gekostet, Freunde. Es war vielleicht jetzt nicht unbedingt notwendig, aber egal. Oh. Fortsetzen habe ich mich wieder rausgeklickt. Jetzt noch hier den Hasen. Hasenfell ist immer gut. Ja, fein. Okay. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir noch weiter angegriffen werden hier auf der Seite. Und... komm schon. Nein, hier ist nichts mehr. Sehr gut. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Nehmen uns natürlich die Federn. So. Inventar voll. Aber was machen wir denn da mal vor lauter Schreck? Wir werden das Wildschweinfleisch essen. Hauen das da rein. Nehmen uns... ach nee, warte mal. Wir müssen noch was... irgendwas müssen wir noch ablegen. Ah, egal. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann mit dem Hühnchen in dem Käfig und wir bauen die Schmiede aus und gehen nochmal in die Stadt und kaufen uns irgendeine geile Waffe. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Lumi.